Hallo zusammen, es grüßt euch ganz herzlich, eure Inge aus dem Timeout. Leider sind wir immer noch im Lockdown und es kann eigentlich nur noch besser werden. Lasst uns heute eine schöne Rückenstunde machen. Alles so wie immer, gerne barfuß, Matte, bisschen was machen wir am Boden. Dann wünsche ich euch ganz viel Vergnügen und wir legen los. Okay. So, alles gut? Gut, dann roll mal den Fuß ab. Rechts und links im Wechsel. Erstmal ein bisschen mobilisieren. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Okay, ganzer Fuß auf den Fußballen, auf die Zehen und wieder auf die Ferse. Wippen und sich so ein bisschen Körpermitte anspannen. Jawohl. Nimm die Arme ruhig ein wenig mit. Und Arme hoch und tief. Sehr schön. Immer noch auf den Fußballen, auf die Zehen. Mach das noch viermal. Noch drei. Noch zwei. Halt die Füße nochmal am Boden. Und einmal rechts und links den Arm. Schwingen. Hoch. Noch vier, noch drei, noch zwei, okay. Auch hier nochmal Fuß einsetzen, auf den Fußball, auf die Zehen, hoch. Noch vier, noch drei, noch zwei. Gut, Brustbein heben und nochmal beide Arme, hoch. Sehr schön. Die letzten. Vier. Drei noch. Zwei noch. Nochmal rechts und links im Wechsel. Komm. Rechts. Links. Fußballzehen. Streck dich. Mach dich lang. Brustbein heben. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Sehr schön. Nochmal beide Arme. Und vier. Drei noch. Zwei. Rechts und links im Wechsel. Geht los. Vier. Drei. Zwei. Und nochmal. Beide Arme. Zwei. Sehr schön. Rechts, links. Hoch. Letztes Mal. Beide Arme. Hoch. Zieh. Und. Sehr schön. Gut. Bleib nochmal stehen. Kreis nochmal mit den Schultern von vorne nach hinten. Überprüf nochmal deinen Stand. Parallel. Knie entspannt. Nach Schulterrollen rechts und links. Vier, drei, zwei und tipp nochmal nach vorne. Tippen. Die letzten vier. Drei noch. Zwei noch. Setz mal die Schultern ein. Rechts, links. Immer wenn das rechte Bein nach vorne geht, geht die linke Schulter nach vorne und umgekehrt. Bring den Oberkörper so ein bisschen in die Rotation. Noch acht, sieben, sechs, fünf. Machen wir noch vier, drei noch, zwei noch. Aus dem Tippen machen wir ein Kniehebel. Schultern wieder still. Sehr schön. Bauchnabel nach innen ziehen. Vier noch. Versuch mal, das Knie ein bisschen höher zu heben als deine Hüfte. Und jetzt wieder die Schultern einsetzen. Rechts, links, hip. Jawohl. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Mach daraus nochmal das Tippen. Vier. Drei, zwei noch und nochmal Kniehebel. Vier, drei, zwei noch. Nochmal tippen, geht los. Vier, drei, zwei noch und nochmal Kniehebel. Vier,
Drei noch. Zwei noch. Bleib stehen. Hoch. Tief. Und jetzt veränder mal ein bisschen die Wirbelsäule. Strecken und beugen. Immer noch auf den Fußballen, auf die Zehen. Okay. Bleib stehen. Tippen. Hep. Noch vier. Drei. Zwei. Und Knie heben. Die letzten vier. Drei. Zwei. Und hoch. Zieh. Beugen, strecken. Und stehen bleiben. Rotation. Okay. Nochmal mit Knie heben. Bleib hier für vier mehr. Vier. Drei noch. Zwei noch. Und jetzt mal auf der Stelle marschieren. Gut. Nimm die Arme mit. Walking Arms. Öffne mal die Beine. Etwas mehr als schulterbreit. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und bleib hier. Rechts. Links. Im Side-to-Side, von einer Seite zur anderen, vier noch, drei noch, zwei noch, gut. Lass jetzt mal die Arme schwingen, atme fließend, noch vier, noch drei, noch zwei, dann bleib mal stehen und von Knie zu Knie, Füße am Boden, Arme schwingen. Die letzten vier. Drei. Zwei noch. Bleib in der Mitte. Seiten neigen. Knie entspannt. Zieh schön über die Flanke. Vier. Drei. Zwei. Okay. Und von Knie zu Knie. Rechts, links. Arme schwingen wieder mit. Ganz locker. Beugen, strecken in den Knien. Vier noch. Drei. Zwei noch. In der Mitte bleiben. Und zieh. Zieh. Jawohl. Sehr schön. Die letzten. Vier. Drei noch. Zwei noch. Okay, von Knie zu Knie. Wunderbar. Die letzten. Vier. Arme mitnehmen. Drei. Zwei noch. In der Mitte bleiben. Und zieh. Mach dich klein in der Taille. Atme fließend. Die letzten vier. Drei. Zwei noch. Geh nochmal zurück von Knie zu Knie. Rechts, links. Okay. Kurz Moment. Verändern die Frisur. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Gut. Arme nochmal mitnehmen. Sehr schön. Verändern nochmal. Aus dem von Knie zu Knie gehst du nochmal in den Side to Side. Hebst den Fuß ab, machst einen Tap mit der Zehenspitze, Arme schwingen und jetzt zieh dich mal. Mach aus dem Tap ein Vortap, Backtap. Jawohl. Noch vier, noch drei, noch zwei. Wenn du möchtest, heben. Hoch. Ziehen. Vielleicht mit einem kleinen Hüpfer. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Komm wieder zur Mitte zurück. Über den Side to Side wechseln wir die Seite. Tap vorne, tap hinten. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Auch hier, wenn du möchtest, wieder. Lang. Hopp. So ein bisschen in die Rückneige gehen. Vier noch.
3, 2 noch. Und komm wieder zur Mitte zurück. Über den Side to Side. Gehst du wieder zurück. Füße am Boden. Von Knie zu Knie. 4 noch. 3 noch. Nimm die Arme wieder mit. 2. Und jetzt nur noch dein linker Arm. Schwingt. Schwingen. Ganz locker. Gut. Mach daraus mal eine 8 an der Wand. Nimm den Daumen mit. Daumen bewegt sich einwärts, auswärts. Das macht die Schulter ebenso. Und dann von Knie zu Knie. Schön großzügig. Nimm die Wirbelsäule mit. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Zieh den Bauchnabel nach innen. Und jetzt stell dir vor, die 8 liegt am Boden. Deine Beine machen immer noch mit. Beugen, strecken in den Knien. In der Hüfte. Noch 4. Noch 3. Daumen einwärts, auswärts. Okay. Und nochmal. 8 an der Wand. Ganz locker. Atme. Sehr schön. Wird es dir langsam warm? 4 noch. 3 noch. 2 noch. Bauchnabel nach innen, lehn dich nach vorne, gerade Rücken, und schön großzügig. Sehr schön, die letzten. 4, 3, 2 noch. Letzte Runde, die 8 an der Wand. Von Knie zu Knie. Wunderbar. Machen wir noch 4. Noch 3. Zwei. Bauchnabel nach innen, lehn dich nach vorne. Okay, 8, 7, 6, 5 haben wir noch. Noch 4, 3 noch. 2 noch. Okay, aufrichten. Und nochmal Beine lösen. Arme schwingen. Mach dich fertig für den Seitenwechsel. Die letzten 4, 3 noch. 2 noch, am Boden bleiben und von Knie zu Knie, Arm gewechselt, ganz locker, Atme fließend, sehr schön, 4 noch, 3 noch, 2 noch, stell dir wieder die 8 an der Wand vor, eindrehen, ausdrehen des Daumens, der Schulter, alles fließt, fließende Bewegung, fließender Atem, 4 noch, 3, 2 noch, Bauchnabel nach innen und 8 am Boden, schön groß, großzügig, atme weiter, machen wir noch 4, noch 3, noch 2 und wieder aufrichten, sehr schön, richtig schön mitnehmen, über die Seite neigen, jawohl. Noch 4, 3 noch, 2 noch. Und wieder, stabilisier dich. Aktiviere deine Rücken- und Bauchmuskulatur. Von Knie zu Knie, beugen, strecken, Knie und Hüftgelenk. Sehr schön, 4 noch. Arm eindrehen, ausdrehen. Letzte Runde. Und 8, 7, 6, 5. Die letzten 4, 3 noch, 2 noch, beide Arme mitnehmen, Beine nochmal verändern, sehr schön, langsam die Beine schließen, die Arme gehen weiter in der 8, du stellst dich in den Parallelstand und die Arme schwingen in der 8, du bewegst deine Wirbelsäule, Seite, die letzten. 4, 3 noch. 2. Und dann bleibst du hier. Rücknei. Lösen. Rücknei. Rück. Wie geht es dir? Letztes Mal. Okay. Bleib hier. Zieh nochmal in die Seite. Spür hier nochmal nach. Jawohl. Zweimal mehr.
Wunderbar. Okay. Und Rotation. Andere Seite. Hüfte bleibt vorne. Mach das gerne nochmal. Hüfte fahren lassen, Rotation, Handteller nach oben. Und letztes Mal, atme ein und gleich nochmal. Sehr schön. Schultern kreisen, Schultern tief und dann kontrollierst du nochmal deinen Stand. Okay, die letzten vier. 3, 2 noch. Gut. Zieh mal dein Kinn Richtung Kehlkopf und bring ganz langsam den Kopf zur Seite. Wieder zur Mitte, jetzt zur anderen Seite. Schau mal, wie weit kannst du über die Schulter schauen. Versuch mal, deine Nasenspitze auf einer Höhe zu halten. Die Schultern sind tief und du drehst nur den Kopf. Mitte, Seite, Mobilisation, Halswirbelsäule und Mitte, Seite. Versuch das mal mit deiner Atmung zu verbinden. Gleich nochmal. Und letztes Mal. Gut. Rotation, jetzt beugen der Halswirbelsäule. Und sanftes Überstrecken. Mach das nochmal. Kinn zur Kehlgrube, Scheitelpunkt der höchste Punkt. Ziehst du jetzt dein Kinn Richtung Brustbein, spürst die Länge hinten in der Nackenmuskulatur. Langsam Blick Richtung wieder geradeaus. Und mal, ich nenne das immer dazu so ein Hans-Cookie in die Luft. Das Kinn so sanft heben, bis du eine leichte Streckung in der Halsvorderseite zu spüren ist. Blick Richtung nach oben, die Halswirbelsäule nicht zu weit überstreckt und Blick Richtung wieder geradeaus. Mach das nochmal. Beugen. Und strecken. Okay, ganz sanft. Ausatmen, beugen. Einatmen. Überstrecken. Gleich nochmal. Du kannst das auch sitzend auf einem Hocker machen. Und letztes Mal. Blickrichtung wieder zur Mitte. Nochmal. Übung 1. Die Rotation. Und gleich nochmal. Über die Schulter schauen. Und wieder zur Mitte. Kiefermuskulatur, Gesichtsmuskulatur entspannt. Und jetzt nochmal abwärts. Aufwärts. Und gleich nochmal. Arm aus. Und wirklich zur Mitte. Okay. Jetzt kommt die Seitenneigung. Ein Ohr zur Decke, eins zur Schulter. Spür so eine leichte Dehnung in der seitlichen Halsmuskulatur. Auch hier wieder Kiefermuskeln ganz entspannt lassen. Vielleicht ist dein Mund leicht geöffnet, deine Augen gerne geschlossen. Okay. Atme aus und ein. Gleich nochmal. Aus und ein. Zweimal mehr. Und letztes Mal. Fang nochmal von vorne an. Rotation. Und wieder zur Mitte. Andere Seite, Rotation. Sehr schön. Gleich nochmal. Überprüf nochmal deine Stellung. Füße parallel. Und jetzt Kinn abwärts. Die Knie sind entspannt. Dein Becken ist in neutraler Position. Stehst in dich. Stabil. Und ein Ohr zur Decke, eins zur Schulter. Gleich nochmal. Und Seite. Aufrichten. Und letztes Mal. Eine Runde. Rotation. Jawohl. Kiefer ganz entspannt lassen. Und jetzt beugen, strecken, Halswirbelsäule.
und Seitneigung. Sehr schön. Atme ein. Und aus. Und letztes Mal. Okay. Gut. Eine Runde tief. Schultergürtel. Sehr schön. Nach vorne die Schulter bewegen. Die Arme ganz locker hängen lassen. Machen wir noch vier. Drei. Zwei. Stell dir vor, jemand steht hinter dir. Hält dich an der Hüfte fest. Die Knie sind entspannt. Beckenneutrale Position. Hüfte im Klammergriff und Arme schwingen. Gut. Brustwirbelsäule, jetzt die Rotationsbewegung. Blickrichtung mit nach hinten nehmen. Arme schwingen locker und die Hüfte fest im Klammergriff. Okay. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Die letzten vier. Drei. Zwei. Wunderbar. Atme nochmal ein. Und aus. Bring dich in eine sanfte Überstreckung und dann mach dich rund. Beug die Knie, beug die Hüfte jetzt. Atme aus. Und letztes Mal. Okay. Dann bleib hier stehen. Roll dich mal ganz langsam mit durchgedrückten Knien ab. Entspann den Nacken, sag mal nein, nein, nein und ja, ja, ja. Und jetzt zieh mal locker mit den Fingerspitzen vor die Fußspitzen. Beug dabei Knie und Hüftgelenk rechts und links im Wechsel. Acht, sieben, sechs, fünf, machst du noch vier. Drei, noch zwei, halte an. Beide Knie beugen, Hüfte beugen und sich langsam wieder strecken. Zuerst das Kniegelenke, dann die Hüftgelenke. Und aufrichten, Brustbein heben, Schultern kreisen. Atme nochmal ein, in eine sanfte Rückneigung. Daumen ziehen nach hinten, Leisten schieben nach vorne. Knie sind eingerastet, Bauch ist festgesessen, Muskel angespannt. Atme für vier Atemzüge. Noch drei. Zwei. Und letztes Mal. Komm ganz langsam aus der Überstreckung wieder heraus und zieh nochmal nach rechts. Und wieder zur Mitte nach links. Gleich nochmal. Und letztes Mal. Okay. Noch einen Schritt nach vorne. Einen weiteren nach hinten. Gut. Stütz dich ab. Eine Hand ist frei. Knie gebeugt, jetzt beugt das hintere Bein und Knie am Boden, andere Hand und gut. Im Vierfüßlerstand sortierst du deine Armgelenke, Knie und Hüftgelenk. Sehr schön. Armgelenke übereinander, Knie und Hüftgelenk und jetzt mach mal einen runden Rücken. Pferdebuckel und im Gegenzug einmal Katzenbuckel, einmal Pferderücken und noch acht, noch sieben. Zieh den Bauchnabel nach innen oben, auch während du den Pferderücken machst. Und letztes Mal. Okay, ich werde meine Matte einmal verändern. Gut. Armgelenke sortieren. Knie- und Hüftgelenk. Wunderbar. Und nochmal. Und strecken. Sanfte Mobilisation im Vierfüßlerstand. Die letzten vier. Drei. Zwei noch. Halten. Sortiere. Armgelenke. Knie- und Hüftgelenk. Und jetzt streckst du mal ein Bein nach hinten raus. Heben und senken. Das Bein heben, ohne die Beckenstellung zu verändern. Zieh den Bauchnabel dabei nach innen. Lass den Kopf nicht hängen. Sehr schön. Und letztes Mal. Stabilisier dich und
Löst dazu diagonal den Arm und heben und senken. Atme ein, hoch, tief. Sehr schön. Jetzt kombinierst du und ziehst. Ohne die Beckenstellung zu verändern. Heben, halten, atmen und langsam wieder tief. Gleich nochmal. Heben, halten, atmen, langsam wieder ab. Und letztes Mal. Okay, wechseln. Die Seite, bevor wir wechseln, machen wir nochmal den Katzenbuckel und den Pferderücken. Und schau mal, wo ist der Bauchnabel? Und dann die Blickrichtung wieder geradeaus. Den Kopf sanft in den Nacken nehmen. Und Armgelenke sortieren, Knie- und Hüftgelenk, fertig machen, Beinwechsel und heben und tief, hoch und tief, gleich nochmal, Bauchnabel nach innen ziehen, die Bauchdecke nicht raushängen lassen, heben, halten, letztes Mal, dazu, Arm und tief, heben und halten, gleich nochmal, okay, letztes Mal, und nochmal Kombination, heben, halten, atmen und langsam wieder tief, heben, halten, atmen und langsam wieder tief, heben, halten, atmen und letztes Mal. Und mobilisieren. Die Katze. Das Pferd. Gleich nochmal. Und letztes Mal. Okay. Öffne die Knie. Schließ die großen Zehen. Schieb die Arme nach vorne, die Stirn tief und versuch mal das Gesäß nach hinten zu ziehen. Ganz viel Länge in deine Wirbelsäule zu bringen. Atme. Okay. Dann heb langsam den Kopf, zieh die Hände wieder zurück, die Knie schließen, setz dich auf die Seite und einmal in eine bequeme Sitzposition deiner Wahl. Okay. Wir sind sozusagen am Ende. Kreis nochmal mit den Schultern von vorne nach hinten. Ich hoffe, es hat dir wieder Spaß gemacht. Atme nochmal ein, nimm die Blickrichtung nach oben und ausatmen nach unten. Gleich nochmal. Dann Arme nach oben nehmen. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ostern. Macht es gut. Bis bald. Eure Inge aus dem Timeout.